Film drehe im sonnigen Spanien und es geht grundsätzlich über das Thema Motorsport. Dafür haben wir über Mercedes unsere beiden Fahrer eingesetzt, den Michael Schumacher und den Nico Rosberg. Für uns grundsätzlich ziehen wir dieses Thema Motorsport jetzt nicht unbedingt an einen bestimmten Baureihen auf, sondern es ist mehr eine Frage der Einstellung. Deswegen sagen wir ja auch, Racing is a state of mind. A special challenge with this sport is that you don't have the drivers at the same time, that we have to put them in together in shots where they're standing alone, we have to put the other one in and we have to match the eye lines for them so they can look at each other and so on. In the script, for example, one shot is where Nico and Michael Schumacher interact across a room. And they turn their heads and they react and they react to each other. But when we film this, we filmed Schumacher yesterday. Today we're filming Nico Rosberg. And we have to make it look like they were in the room at the same time. So to the viewer, when you see the finished shot, which will be at least two elements put together, you should not think that they were separately shot 24 hours apart. So it's a kind of visual effect which is invisible to the public. Und dann generell, ich glaube, es war ein erfolgreicher Tag. Es war ein bisschen komisch, weil anstatt mit Michael zu sprechen, habe ich gegen einen Pfosten gesprochen, so ungefähr. Und das sollte dann er sein, weil wir nicht am gleichen Tag alle unterwegs waren. Das war dann schon ein bisschen komisch, aber wird interessant zu sehen, wie der Spot dann endet. Also prinzipiell ist es ja eine Sache, die wir schon bei einem Werbespot vor kurzem ein bisschen so dargestellt haben, dass Mika mich da im Schnee hat stehen lassen. Ein bisschen süffisant, das Ganze etwas ironisch gemeint, und das machen wir hier auch wiederum. Und alte Kollegen treffen sich wieder auf eine andere Art und Weise, was natürlich auch schön ist. So it's a bit tricky to match and the people that we're going to get in this film. It's good storytelling, it's a good story. And it's going to be fun in the end to watch. Darker shame, darling, darker shame. Thank you for all the joy and pain. Picture show. Darker shade.